Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Faszination Astronomie Online. Heute mit mir, Jochen Liske. Ich spreche zu Ihnen heute aus Hamburg, aus meinem Büro hier in der Hamburger Sternwarte, die Teil der Universität Hamburg ist. Das Thema heute ist etwas, was den regulären Zuschauern dieser oder denjenigen, die diese Vorträge hier schon länger verfolgen. Das ist nicht komplett neu für Sie. Matthias Bartelmann hat, glaube ich, letztes Jahr schon einen Vortrag zu dunkler Energie gebracht. Und das ist sozusagen auch nochmal das Thema heute. Aber ich hoffe doch, dass ich Ihnen noch das ein oder andere Neue dazu vielleicht erzählen kann oder noch einen oder anderen neuen Aspekt dazu erhellen kann. Und was das Ganze mit diesem großen Teleskop hier, das Sie hier im Hintergrund sehen, zu tun hat, das werde ich Ihnen hoffentlich noch am Ende erzählen können. Gut, also Einsteins größte Eselei, da ist er, Einstein. Wir reden heute über die Ausdehnung des Universums, also wir reden über Kosmologie und auf den großen Skalen im Universum ist natürlich die Kraft, die eine Rolle spielt, die Gravitation, die Schwerkraft. Und unser bestes Verständnis von Schwerkraft ist noch immer die allgemeine Relativitätstheorie, die Albert Einstein im Jahr 1915 final entdeckt hat, final gefunden hat und aufgeschrieben hat sozusagen. Das zentrale Element der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Einsteinsche Feldgleichung, die ein Scherzkeks mal auf diesen verrostete Lokomotive im bolivischen Hochland geschrieben hat. Die Details hier brauchen eigentlich gar nicht zu interessieren, aber das ist sozusagen das Herzstück der allgemeinen Relativitätstheorie und das Gleichheitszeichen ist hier in der Mitte, das man vielleicht gar nicht so gut sehen kann, aber was da im Prinzip steht, sind ein Haufen mathematischer Symbole und was hier auf der linken Seite steht, sind sozusagen Symbole, die etwas mit der Raumzeit zu tun haben, mit der Krümmung und der Ausdehnung der Raumzeit und auf der rechten Seite steht der Masse- und Energieinhalt. Und diese Gleichung kann ich anwenden auf jedes beliebige physikalische System, zum Beispiel auf Sonnensysteme oder auf das typische Kepler-Problem, eine Sonne und ein Planet zum Beispiel. Aber eben auch, ich kann es eben auch anwenden auf, oder versuchen zumindest anzuwenden, auf das Universum als Ganzes. Und nachdem Einstein diese Gleichung gefunden hatte, nach der er viele Jahre lang gesucht hatte, nachdem er die dann also final gefunden hatte, wollte er das natürlich sofort auch auf das Universum als Ganzes anwenden. Und kam dann auf eine Lösung, die ihn sehr beunruhigte. Nämlich, das war übrigens kurz nach 1915 schon, wo er das getan hat. Und diese Lösung, die ihn so beunruhigte, war die Tatsache, dass das, was er gefunden hat, war eben, seine Gleichung sagten eben voraus, dass das Universum entweder sich ausdehnen oder sich zusammenziehen sollte. Also, dass das Universum eine dynamische Angelegenheit ist, dass die Raumzeit, die das Universum beschreibt, eine dynamische Angelegenheit und keine statische Angelegenheit. Das hat ihn schwer beunruhigt, denn zu dieser Zeit, als er das tat, gab es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass das Universum nicht statisch sein sollte und nicht auch im Übrigen auch schon unendlich lange fortdauern sollte. Dafür gab es überhaupt keine Anzeichen, dazu gleich noch mehr. Darum hat er diese Gleichung ein klein wenig modifiziert. Er hat einen Term hinzugefügt hier, dieses Lambda, dieses griechische Lambda hier symbolisiert die sogenannte kosmologische Konstante. Und durch diese Veränderung der Gleichung war es ihm tatsächlich möglich, ein statisches Universum, eine Lösung zu finden, die ein statisches Universum beschrieb. Das war allerdings keine gute Lösung, sehen wir gleich noch, warum. Aber wie gesagt, damals gab es überhaupt keinen Anlass zu der Vermutung, dass das Universum nicht statisch sein könnte. Hier sehen wir die Milchstraße, wie man sie in Chile über ein Paranal-Observatorium sieht. Und zu der Zeit, also Anfang des 20. Jahrhunderts, war eigentlich die Milchstraße die Gesamtheit des Universums. Von außen betrachtet, hier ist eine moderne Darstellung, von außen betrachtet ist die Milchstraße so ein scheibenförmiges Gebilde. Diese ganzen Details, die man hier erkennen kann, die kannte man damals natürlich noch nicht. Und damals war man der Auffassung, dass die Milchstraße in etwa einen Durchmesser von ungefähr 30.000 Lichtjahren hatte und dass die Sonne ungefähr im Zentrum dieses Gebildes sitzen würde. Das wurde dann aber auch schnell bezweifelt zu der Zeit und in den 1920 kam es dann zu einer großen, berühmten, zu der berühmten großen Debatte zwischen Harlow Shapley und Heber Curtis, wo es genau um solche Themen ging, nämlich darum, ob
wie groß die Milchstraße ist, ob die Sonne im Zentrum der Milchstraße sitzt oder eben eher am Rande. Da haben die jeweils verschiedene Positionen vertreten. Und insbesondere ging es aber unter anderem auch darum, ob die sogenannten Spiralnebel, solche verschmierten Flecken, die man am Himmel beobachten konnte, ob diese Nebel denn innerhalb der Milchstraße seien und somit, ob diese Milchstraße sozusagen die Gesamtheit des Universums darstellt oder ob diese Nebel tatsächlich außerhalb der Milchstraße bei sehr großen Entfernungen liegen würden. Was wir hier sehen, ist eine Darstellung der Andromeda-Galaxie, unserer großen Nachbargalaxie aus dem Jahr 1899. Und das war eben mit diesen Daten damals nicht wirklich leicht herauszufinden. Aufgelöst hat diese ganze Debatte dann schließlich der berühmte Astronom Edwin Hubble, der mit dem Hooker 100 Zoll auf dem Mount Wilson Observatorium arbeitete. Und was der insbesondere getan hat, war eine bestimmte Art von Sternen zu beobachten oder in diesem Andromeda-Nebel, den wir gerade gesehen haben, eine bestimmte Art von Stern zu identifizieren, und zwar eine bestimmte Art von veränderlichen Sternen. Und zwar sogenannte Cepheiden. Und das hier ist eine moderne Aufnahme vom Hubble-Weltraumteleskop eines Sterns, den Hubble tatsächlich beobachtet hat. Und hier kann man sogar quasi per Auge sehen, wie der sich verändert, wie der seine Helligkeit verändert. Und diese Veränderung der Helligkeit ist eine ganz periodische Angelegenheit. Und Henrietta Swan-Leavitt hatte früher schon herausgefunden, dass es eine sehr wichtige Beziehung gibt zwischen der Periode dieser veränderlichen Sterne, dieser veränderlichen Cepheiden und ihrer absoluten mittleren Leuchtkraft. Also nicht die beobachtete Helligkeit, wie sie uns erscheint, sondern ihrer intrinsischen Leuchtkraft. Und das war natürlich extrem wichtig, weil das bedeutet, dass ich anhand dieser Cepheiden Entfernung bestimmen kann. Warum? Naja, diese Leuchtkraft, die kann ich, die Periode hier, die kann ich natürlich ganz leicht beobachten, indem ich immer wieder alle paar Tage hingehe und diesen Stern beobachte. Die haben in der Regel Perioden von einigen Tagen oder einigen 10 Tagen. Also diese Periode kann ich leicht herausfinden durch Beobachtungen. Und durch diese Beziehung zwischen Periode und Leuchtkraft, die Henrietta Swan-Leavitt gefunden hat, kriege ich aus der Periode also die intrinsische Leuchtkraft dieses Sterns. Und wenn ich das vergleiche mit der Helligkeit, wie mir dieser Stern erscheint, dann bekomme ich die Entfernung heraus. Das ist ganz, also ich habe so eine Art Standardkerze hier, von der ich also weiß, wie hell sie ist, dann kann ich eben auch herausfinden, wie weit entfernt sie ist. Das ist genauso, wenn ich eine Glühbirne habe, wenn ich nicht weiß, wie viel Watt diese Glühbirne hat und ich sehe sie in einiger Entfernung, dann kann es entweder eine sehr helle Glühbirne sein, entweder eine 100 Watt Glühbirne, die weit entfernt ist, oder es kann eine 50 Watt Glühbirne sein, die näher dran ist. Wenn ich aber weiß, welche Wattzahl die Glühbirne hat, dann kann ich aus der beobachteten Helligkeit auch bestimmen, wie weit sie entfernt ist. Und genau das hat eben Hubble getan und hat damit alle möglichen Dinge gelöst, unter anderem eben auch herausgefunden, dass die Milchstraße größer ist. Also die Lösung, das moderne Bild ist, dass die Milchstraße ungefähr 100.000 Lichtjahre ist, die Sonne irgendwo 2/3 vom Zentrum entfernt, hier in diesem Spiralarm sitzt ungefähr. Und dass eben insbesondere der Andromeda-Nebel eben nicht innerhalb der Milchstraße liegt, sondern weit außerhalb der Milchstraße, einige Millionen Lichtjahre außerhalb der Milchstraße. Und damit hatte Hubble mit einem Schlag das Universum sehr viel größer gemacht. Also das war jetzt eben, das Universum war eben nicht mehr nur die Milchstraße, sondern auch außerhalb der Milchstraße gab es Objekte, und zwar nicht nur irgendwelche Objekte, sondern wenn dieses Ding tatsächlich so weit entfernt ist, wie Hubble das herausfinden konnte, dann musste dieses Ding auch tatsächlich so groß sein, wie in etwa die Milchstraße selbst. Das bedeutet eben, es gibt außerhalb der Milchstraße noch andere Galaxien, die genau wie unsere oder sehr ähnlich wie unsere Milchstraße sind. Das waren natürlich riesige Entdeckungen, aber damit noch nicht genug. Auch schon in den 1910er Jahren war Vestus Slipher und auch andere hier am Palomar Observatory beschäftigt damit, von diesen Spiralnebeln wie der Andromeda-Galaxie, aber eben auch anderen Nebeln, Spektren aufzunehmen, also das Licht zu nehmen und sich aufzuteilen in ihre einzelnen Farben. Und was dabei rauskam, war, dass eben manche dieser Spektren, wenn man hier das sind Originalaufnahmen hier, diese Absorptionslinien hier von Calcium, H- und K-Linien, diese beiden, dass die bei manchen Galaxien verschoben sind. Und wenn ich diese Verschiebung als einen Doppler-Effekt begreife, dann kann ich da natürlich eine Geschwindigkeit assoziieren. Und dass es also viele dieser Galaxien
anscheinend sich von uns wegbewegten, eine Fluchtgeschwindigkeit relativ zur Milchstraße haben. Und dann haben sich, wenn man diese Daten zusammenwürfelt, also Hubbles Entfernungsmessungen mit Hilfe von Cepheiden, aber auch mit anderen Entfernungsmessungen, zusammen mit den mit diesen Fluchtgeschwindigkeiten von Slipher und Humason und anderen, dann konnte Hubble 1929 dieses Diagramm hier aufziehen, und das ist lohnt es sich noch größer anzugucken. Also was hier aufgetragen ist, ist die Geschwindigkeit auf der vertikalen Achse und die Entfernung auf der horizontalen Achse. Und er hat hier diese Punkte. Übrigens, wenn ein Studierender zu mir mit so einem Plot käme in einem Laborbuch oder so, dann würde er natürlich hochkant rausfliegen. Es ist alles Mögliche, nach moderner Empfinden ist alles Mögliche falsch an diesem Plot. Es sind keine Fehlerbalken hier drauf. Die Einheiten hier sind falsch. Hier die Geschwindigkeit steht hier als 500 Kilometer. Sollte natürlich Kilometer pro Sekunde sein und zugleich und dergleichen mehr. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Wenn man Hubble ist, dann kann man sich das leisten. Also was hier geplottet ist, ist eben diese Rezessionsgeschwindigkeit, diese Fluchtgeschwindigkeit von einigen Galaxien in ihrer Entfernung. Und mit viel Fantasie kann man hier eben einen linearen Zusammenhang dazwischen erkennen. Und das ist natürlich die Entdeckung dessen, was wir heute das Hubble-Lemaitre-Gesetz nennen. Dass es also diesen linearen Zusammenhang gibt zwischen Fluchtgeschwindigkeit und Entfernung. Und das interpretiert im Kontext der allgemeinen Relativitätstheorie, dessen, was Einstein ja schon früh, schon 1916, 1917 herausgefunden hatte, war letztendlich die experimentelle Entdeckung der Ausdehnung des Universums. Das wurde dann eben auch relativ schnell klar, dass das, was Einstein sozusagen vorhergesagt hatte, sich dann aber nicht getraut hatte sozusagen oder dem nicht über den Weg getraut hatte, dass diese Vorhersage eines expandierenden Universums tatsächlich der Realität entspricht. Im Übrigen hatte Georges Lemaitre übrigens auch herausgefunden, dass diese Lösung hier eines nicht expandierenden Universums mit diesem zusätzlichen Term hier, dass diese Lösung gar nicht stabil ist, sondern dass es ein instabiles Gleichgewicht ist, so wie eine Kugel, die oben auf einem Hügel liegt. Die kann man zwar eine Position finden, sodass die da liegen bleibt, die Kugel, aber bei der kleinsten Störung, bei dem kleinsten Wackler, rollt die Kugel den Berg runter. Das ist also ein instabiles Gleichgewicht. Diese Lösung ist also nicht stabil. Also diese Lösung taugt nicht, und angeblich hat Einstein dazu gesagt, zu der Einführung dieser kosmologischen Konstante gesagt, dass das seine größte Eselei sei. Das hat er nirgendwo hingeschrieben, aber ich glaube, George Gamow war es, der das berichtet hat, und auch andere Physiker haben das berichtet, wobei es nicht ganz klar ist, was genau er damit gemeint hat. Es könnten zwei Dinge gewesen sein: entweder, dass er nicht erkannt hat, dass diese Lösung nicht stabil ist, oder dass, wenn er doch einfach seiner ursprünglichen Gleichung vertraut hätte, dass er die Ausdehnung des Universums hätte vorhersagen können, noch bevor Hubble sie dann quasi 10 Jahre später entdeckt hat. Das wäre natürlich auch ein riesiger Triumph für die allgemeine Relativitätstheorie gewesen, wenn es eine wirklich theoretische Vorhersage gewesen wäre. Aber gut, wie dem auch sei, das Ganze war sozusagen die Geburtsstunde der modernen Kosmologie und unseres modernen Weltbildes, eben eines sich ausdehnenden Universums, das, wenn man es zurückverfolgt in der Vergangenheit, einen heißen, dichten Anfang gehabt haben muss, den man eben landläufig den Urknall nennt. Diese ganzen Einzelheiten sind dann in den Jahrzehnten danach gefunden worden, die kosmische Hintergrundstrahlung, die Entwicklung von Galaxien dann im Laufe des Universums, und eben die weitere Ausdehnung des Universums. Also all das ist, oder das, was ich gerade erzählt habe, war sozusagen die Geburtsstunde dieses modernen Weltbildes der relativistischen Kosmologie eben. Übrigens vielleicht eine kleine Randbemerkung hier, ein kleiner Seitenzweig. Die Steigung dieser Geraden hier, das nennt man, hat man früher die Hubble-Konstante genannt, nennt man heute die Hubble-Lemaitre-Konstante. Und ursprünglich, weil Hubble die Entfernungen hier noch nicht so ganz richtig hatte, was mit den Cepheiden nicht gestimmt hat, die er da beobachtet hat, mit der Kalibration dieser Cepheiden, hatte er den Wert dieser Steigerung vollkommen falsch angegeben. Hier ist der Wert der Hubble-Konstante, wie er gemessen wurde im Laufe der Zeit. Und hier sind Hubbles erste Werte, die ungefähr Faktor 10 zu groß waren. Und dann im Laufe der Zeit ist man dahinter gekommen, dass es da eben Fehler drin waren. Aber was soll's, Hubble hat trotzdem, das schmälert natürlich die Entdeckung nicht. Und wenn man Hubble ist, dann kann man sich das, wie gesagt, erlauben. Interessant ist, wenn man dann hier reinguckt, da entspannt sich dann in den
80er und 90er Jahren eine große Debatte über den Wert der Hubble-Konstanten. Da gab es zwei Camps, das eine angeführt von Alan Sandage, das andere angeführt von Gérard de Vaucouleur. Letzterer war der Meinung, dass die Hubble-Konstante den Wert von 100 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec haben sollte, während Alan Sandage der Meinung war, es sollte 50 sein. Und kulminierte sozusagen 1996 in einer Neuauflage der großen Debatte von 1920, wo darüber gesprochen wurde. Gelöst wurde das Ganze durch Hubble das Teleskop. Wir hatten schon Hubble den Mann, Hubble die Konstante und das ist Hubble das Teleskop. Das war einer der Gründe, warum man dieses Hubble-Weltraumteleskop überhaupt gebaut hatte, um diese Debatte genau aufzulösen. Und Wendy Friedman hier war die Leiterin des Key-Projects, mit dem man das gelöst hatte. Und die Antwort war, dass der tatsächliche Wert der Hubble-Konstante so ziemlich genau in der Mitte lag. Damals bei etwa 72, das war das Resultat davon. Übrigens hier nur mal so aus Spaß, das ursprüngliche Hubble-Diagramm geht hier raus zu einer Entfernung zu bis 2 × 10⁶ Parsec, also 2 Megaparsec. Und auf diesem Diagramm hier, das 2 Megaparsec ist hier diese kleinste untere Ecke hier. Also da sieht man, was für Riesenfortschritte in den 90 Jahren da gemacht worden sind, in den 80 Jahren da gemacht worden sind. Heute übrigens, so will ich auch nicht verschweigen, heute ist eine neue Debatte darüber entbrannt, was genau der Wert der Hubble-Konstante ist, aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Und jetzt geht es nicht mehr darum, ob es 50 oder 100 ist, sondern darum, ob es irgendwie 69 oder 71 ist. Also spielt sich jetzt auf einer ganz anderen Größenordnung ab. Aber es ist eine sehr interessante Debatte, die da jetzt seit einigen Jahren wieder läuft. Gut, jetzt den nächsten Abschnitt zu verstehen, müssen wir ein kleines bisschen verstehen. Also wir haben jetzt gelernt, dass die allgemeine Relativitätstheorie sozusagen nicht nur es vorhersagt, dass das Universum dynamisch ist und sich entweder ausdehnen oder zusammenziehen sollte. Und wir haben gesehen, dass die Beobachtungen tatsächlich eben zeigen, dass das Universum sich tatsächlich ausdehnt. Tatsächlich erlaubt die allgemeine Relativitätstheorie 3 verschiedene Klassen von Lösungen dafür, wie das Universum tatsächlich aussehen könnte. Also wie die Ausdehnungsgeschichte des Universums vonstatten gehen könnte. Und um das zu zeigen, diese kleine Animation hier, also was hier auf der Y-Achse geplottet ist, gleich ist der mittlere Abstand oder eben dieser Skalenfaktor des Universums, also wie viel das Universum sich ausgedehnt hat seit dem Urknall und auf der linken Seite eben auf der X-Achse hier die kosmische Zeit. Hier ist heute ungefähr und die Hubble-Konstante sagt uns sozusagen, gibt uns hier die Steigung an, wie dieser Skalenfaktor als Funktion der Zeit sich entwickelt, die Steigung zum heutigen Zeitpunkt. Und was ich jetzt hier aufzeichne, sind 3 verschiedene Kurven und die Kurven stehen repräsentativ für die 3 verschiedenen Klassen an möglichen Lösungen. Also das Universum, fangen wir an hiermit, dieses Omega hier, das erkläre ich gleich, was das bedeutet. Also wir gucken uns erstmal diese graue Kurve an hier. Das ist also ein Modell, in dem das Universum sich zunächst ausdehnt, eine maximale Ausdehnung erreicht und sich dann wieder zusammenzieht und wieder in sich zurückstürzt sozusagen. Das ist also das Gegenteil von einem Urknall sozusagen. Und dann gibt es eben die Lösungen, wo das Universum sich immer weiter ausdehnt und nie aufhört. Und dann gibt es eben noch den Grenzfall eines den Grenzfall dazwischen, wo das Universum sich immer weiter ausdehnt und so gerade bei der unendlichen Zeit in der Zukunft gerade so eben anhält. Und welche dieser Lösungen oder wovon hängt es denn ab, welche dieser Lösungen auf die Realität zu treffen, das hängt eben davon ab, wie viel Materie im Universum ist und somit wie viel Schwerkraft das Universum sozusagen auf sich selbst ausübt. Und das ist hier durch diesen Parameter Omega eben beschrieben. Omega ist einfach ein dimensionsloser Parameter für die Dichte des Universums. Und wenn die Dichte sehr hoch ist, wenn also sehr viel Materie im Universum ist und damit sehr viel Schwerkraft ausüben kann, dann kann diese Schwerkraft, kann die Materie im Universum eben dafür sorgen, dass die Ausdehnung anhält. Ja, aber alle Materie im Universum zieht an allen anderen, jedes Teilchen zieht an jedem anderen Teilchen. Sodass die Ausdehnung wird immer weiter verlangsamt, bis sich die Ausdehnung tatsächlich irgendwann anhält und wieder zurückfällt. Ja, das ist genauso, wie wenn ich hier diesen Block nehme und den hochwerfe, ich gebe ihm einen initialen Kick, steigt auf, wird immer langsamer, hält an irgendwann
und erreicht eine höchste Höhe und fällt wieder zurück. Wenn ich dem Objekt aber einen größeren Kick gebe, und dann fliegt er immer höher, immer höher, immer höher, und wenn ich irgendwann eine besonders hohe Anfangsgeschwindigkeit gebe, dann kann dieses Objekt tatsächlich so gerade eben der Schwerkraft der Erde entkommen. Und das ist genau hier dieser Grenzfall der grünen Linie. Da hat das Universum gerade eben nicht genug Schwerkraft, um die Ausdehnung anzuhalten, und es kann sozusagen seiner eigenen Schwerkraft entkommen und wird immer weiter, dehnt sich immer weiter aus. Und hier haben wir noch diese gerade Linie hier, ist sozusagen der Grenzfall eines leeren Universums, wo also überhaupt keine Schwerkraft da ist. Da sollte man meinen, also das kann ich eben auch darstellen als ein sich ausdehnendes Universum, das sich dieser Skalenfaktor quasi hier nur eine sich linear, also ein sich linear ausdehnendes Universum. Das ist sozusagen der Grenzfall. Und alle Kurven, die man sich hier vorstellen kann zwischen diesen Kurven, sind also denkbar. Also wie gesagt, diese drei Kurven sind, oder diese beiden Kurven hier sind nur repräsentativ, und alle Kurven hier zwischen sind eben auch möglich. Was sich hieraus natürlich auch ergibt, ist natürlich auch das Alter des Universums, also der Abstand zwischen heute und diesem Ursprung, und in diesen verschiedenen Modellen hat das Universum natürlich auch ein verschiedenes Alter. So, das war alles schon zu Einsteins Zeiten klar sozusagen. Das ist von Einstein und Friedmann und Lemaître und diesen Leuten eben alles ausgearbeitet worden. Und die große Frage war denn, naja, welches dieser möglichen Lösungen der einsteinschen Feldgleichungen für das Universum, welcher dieser möglichen Lösungen entspricht denn der Realität? Was ist denn, wie ist denn unser tatsächliches Universum beschaffen? Verhält es sich so oder verhält es sich so oder so? Und das war ein jahrzehntelanges Programm in der Kosmologie, um das herauszufinden. Und letztendlich kam die Antwort durch die Beobachtung von sogenannten Supernovae. Dieses Bild hat der ein oder andere oder die ein oder andere unter Ihnen sicherlich auch schon gesehen. Was man hier sieht, ist eine Galaxie. Aber worum es hier geht, ist diese helle Stern hier. Das ist kein Stern, sondern eine Supernova-Explosion. Es gibt verschiedene Arten von Supernovae. Wir sind interessiert jetzt hier in unserem Fall aber an einer bestimmten Art von Supernovae. Und zwar handelt es sich hierbei um einen weißen Zwerg. Also das ist das Überbleibsel sozusagen schon eines Sterns, der sein Leben schon abgeschlossen hat. Ein weißer Zwerg ist eine sehr kompakte Angelegenheit von etwa einer Sonnenmasse so um den Dreh rum, der seiner eigenen Schwerkraft dadurch widerstehen kann, durch einen quantenmechanischen Druck, der in seinem Inneren entsteht, durch entartetes Elektronengas. Egal, die Details spielen keine Rolle, aber es ist auf jeden Fall schon ein sehr kompaktes, außergewöhnliches Objekt. Und wenn ich solch einen weißen Zwerg in der Umlaufbahn um einen anderen Stern habe, und wenn die beiden sich so nahe kommen, dass der weiße Zwerg Materie von diesem zweiten Stern absaugen kann, dann lagert sich diese Materie auf der Oberfläche des weißen Zwerges ab und übersteigt eine gewisse magische Grenze. Diese magische Grenze liegt bei etwa 1,4 Sonnenmassen. Und bei dieser Grenze wird die eigene Schwerkraft des weißen Zwergs ist dann so groß, dass dieser innere Druck des entarteten Elektronengases dem nicht mehr widerstehen kann. Und jetzt gewinnt die Schwerkraft an Oberhand und das Ganze kollabiert in sich zusammen, und das führt erstmal zu einer Implosion, dann zu einer Explosion, zu einer riesigen Supernova-Explosion im Prinzip. Und wenn man sich die Lichtkurve einer solchen Supernova-Explosion anguckt, also sich anguckt die Helligkeit dieser Explosion als Funktion der Zeit, dann sieht man, hier sind einige Lichtkurven aufgetragen, dann erreichen die sozusagen einen Peak, wenn sich also diese Explosion ausbreitet, wird sie erstmal heller und heller und heller, und dann verdünnt sich das Ganze und dann wird das Ganze wieder dunkler im Laufe der Zeit. Das geht eben hier über, sagen wir mal, einen Monat oder so. Und was man hier an diesen Kurven schon ganz gut erkennen kann, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Breite der Kurve und der Höhe hier beim Maximum. Und tatsächlich, wenn ich das richtig skaliere, kann ich all diese Kurven übereinander legen. Also die haben alle die gleiche Form. Das bedeutet, dass so eine Supernova-Explosion eigentlich immer gleich abläuft. Und das ist eigentlich auch gar nicht so verwunderlich, weil die Anfangsbedingungen einfach immer die gleichen sind. Nämlich ein weißer Zwerg, die alle ungefähr die gleiche Zusammensetzung haben.
Das hat damit zu tun, wie eben der Vorgängerstern ausgesehen hat, dieses Weißen Zwerges. Und eben die Masse dieses Weißen Zwerges ist ungefähr immer das Gleiche. Und deswegen sehen diese Kurven immer ungefähr, also von ihrer Form her, gleich aus. Der springende Punkt ist aber, dass sich diese Dauer hier des Abklingens, des also Aufleuchtens und wieder Abklingens, das lässt sich natürlich messen durch leichte, durch photometrische Beobachtungen einfach über mehrere Tage hinweg. Und aus dieser Korrelation hier, aus der Breite der Lichtkurve und ihrer absoluten Höhe, kriege ich wiederum, also wenn ich die Breite beobachtet habe, kenne ich wiederum, wie vorhin bei den Cepheiden, die absolute Leuchtkraft, also die intrinsische Helligkeit dieser Supernova. Und wenn ich das wieder vergleiche mit ihrer beobachteten Helligkeit, kriege ich daraus wieder die Entfernung. Und wenn ich das jetzt, und diese Dinger sind so hell, dass ich die über kosmologische Entfernungen, also über riesige Entfernungen sehen kann, und somit kann ich jetzt Entfernungen messen bis hin zu kosmologischen Entfernungen. Und daraus kann ich erschließen, wie oder rekonstruieren, wie die Ausdehnungsgeschichte des Universums vonstatten gegangen ist. Also, ich kann diese Messungen von Supernova transformieren sozusagen in Datenpunkte auf diesen Plot. Ja, also wir erwarten jetzt, lasse ich jetzt gleich erscheinen hier, diese Datenpunkte auf diesem Diagramm hier. Und wir erwarten, wo sollten diese Punkte liegen? Naja, die müssen natürlich hier in der Vergangenheit liegen, weil wir beobachten ja etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Sie sollten also irgendwo hier liegen, können natürlich nicht hier drüben auf der linken Seite der Geraden liegen, weil weniger leer als leer kann das Universum nicht sein. Ja, diese Gerade hier entspricht einem Universum, das überhaupt keine Materie enthält, also überhaupt nichts enthält, also da kann nichts sein. Aber irgendwo hier müssten die Punkte liegen. Also, wo lagen sie? Da. Oha. Jetzt habe ich doch gerade gesagt, da können die Punkte nicht liegen. Tun sie aber. Also in den 90er Jahren haben zwei Teams das rausgefunden und haben diese Punkte gemessen da. Und das kam natürlich eine riesige Überraschung. Denn um diese Punkte erklären zu können, brauche ich eine Ausdehnungsgeschichte, die ungefähr so aussieht. Das ist aber ein Problem, eine solche Ausdehnungsgeschichte. Warum? Naja, weil so eine Ausdehnungsgeschichte, also diese Kurve hier, diese anderen Kurven, die grüne und die graue Kurve, die machen immer nur eine Rechtskurve hier. Ja, das bedeutet, dass sich die Ausdehnung immer nur verlangsamen kann. Und das ist ja auch klar. Warum? Weil Schwerkraft ist ja immer nur anziehend. Das heißt, die Schwerkraft, die im Universum wirkt, also alle Galaxien ziehen an allen anderen Galaxien, kann ja immer nur bewirken, dass die Ausdehnung immer langsamer wird. Diese Bewegung muss ja immer langsamer werden. Ja, das ist genau wie vorhin, wenn ich dieses Ding hier hochwerfe, die Schwerkraft der Erde zieht dran und kann das ja nur verlangsamen. Was diese rote Kurve aber zeigt, diese rote Kurve macht hier eine Linkskurve. Das bedeutet, dass die Ausdehnung sich beschleunigt. Wie kann sich die Ausdehnung des Universums beschleunigen, wenn Schwerkraft doch immer nur anziehend ist? Das wäre so, als wenn ich dieses Ding hier hochwerfen würde und anstatt dass es immer langsamer wird, es tatsächlich immer schneller wird und von der Erde sich beschleunigt entfernen würde. Wenn das geschähe, würden Sie ziemlich komisch aus der Wäsche gucken, aber genau da und genauso komisch haben die Astronomen aus der Wäsche geguckt, als sie diese Daten hier aufgenommen haben, denn genau das scheint das Universum zu tun. Also das ist das ist also ein großes Rätsel, wie das zustande kommt. Diese Phase der beschleunigten Ausdehnung des Universums, und dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Herr Bartelmann hat darüber gesprochen letztes Jahr, als er den Vortrag über dunkle Energie gegeben hat. Und tatsächlich ist eben die dunkle Energie eine der besten Erklärungen dafür. Mit dunkler Energie oder die Idee dabei ist, dass das Universum eben eine Energiekomponente enthält, die merkwürdige Eigenschaft hat, einen negativen Druck auszuüben. Und es stellt sich immer raus, dass phänomenologisch diese dunkle Energie tatsächlich genau das gleiche ist wie Einsteins kosmologische Konstante. Und wenn es diese dunkle Energie denn tatsächlich gibt und wenn es das tatsächlich die Erklärung für die beschleunigte Ausdehnung des Universums sein sollte, dann ist es tatsächlich so, dass es nicht nur ein kleines bisschen dunkle Energie gibt, die vielleicht als Beobachter unter den Teppich kehren könnte und das Problem den Theoretikern überlassen könnte. Nein, 3/4 des gesamten Energiehaushalts des Universums, oder sagen wir mal 68% des gesamten Energiehaushalts des Universums bestehen aus dieser dunklen Energie.
Nur 5%, das wussten wir schon vorher sozusagen, nur etwa 5% des Universums bestehen aus normaler Materie, aus den Baryonen, aus denen Sterne, Planeten und Sie und ich und dieser Tisch hier gemacht ist. Dann kennen wir noch die dunkle Materie, über die ich hier jetzt gar nicht spreche. Da gab es auch noch Vorträge in dieser Reihe von. Aber wie gesagt, 2/3 des Universums bestehen aus dieser dunklen Energie. Und das Problem mit dieser dunklen Energie ist, dass wir nicht wissen, wie sie in unser Standardmodell der Teilchenphysik einzuordnen ist, was das denn genau sein sollte. Und das ist so ein großes, ein Riesenproblem. Aber wie gesagt, diese größte Eselei von Einstein war eben womöglich doch keine so große Eselei, weil eben diese dunkle Energie eben, oder die einfachste Form der dunklen Energie, die kann verschiedene Formen annehmen, gibt es viele verschiedene physikalische Theorien zu, was die dunkle Energie genau sein könnte, aber die allereinfachste Form ist eben phänomenologisch gleichzusetzen mit der kosmologischen Konstante. Und somit war eben diese größte Eselei womöglich eben doch keine Eselei, sondern eine weise Voraussicht sozusagen. Auf jeden Fall ist diese ganze Geschichte des beschleunigten Universums und ob es jetzt eben dunkle Energie gibt oder nicht, eines der größten Rätsel der modernen Physik. Und das ist genau der Grund, warum die Leute, die das gemacht haben, auch im Jahr 2011 dafür den Nobelpreis bekommen haben. Es waren zwei Teams, einmal Saul Perlmutter hier und dann Adam Rees und Brian Schmidt. Das war also ein Team und Saul hat ein anderes Team geleitet. Und diese Entdeckung war schon im Jahr 1998 und dann, wie gesagt, 2011 gab es dafür den Nobelpreis. Ja, wie geht man jetzt voran? Wie behilft man sich jetzt damit? Naja, das ist gar nicht so leicht, aber es gibt viele Beobachtungen, die man jetzt in der Astronomie anstellen kann, um zu versuchen, diese Ausdehnungsgeschichte des Universums noch besser oder noch mehr darüber herausfinden zu können und das noch viel, viel genauer untersuchen zu können. Und da werden viele Teleskope gebaut, viele Satelliten gebaut, um das eben, die das zum Ziel haben. Aber was ich jetzt noch machen möchte, ist über eine vollkommen neuartige Art, das zu vermessen. Darüber möchte ich eben noch kurz sprechen. Und um das erklären zu können, muss ich erst den Begriff der Rotverschiebung kurz erläutern. Also wir stellen uns vor, eine Galaxie, die vor 5 Milliarden Jahren einen Lichtstrahl in meine Richtung schickt. Und heute kommt dieser Lichtstrahl bei mir an. In der Zwischenzeit ist das Universum hat sich das Universum ausgedehnt und wir behaupten mal einfach, dass das Universum sich um einen Faktor 2 ausgedehnt hätte. Ja? Also eine Entfernung, die ja vorher 2 Zentimeter war, sind jetzt 4 Zentimeter. Das sollte natürlich irgendwie Megaparsec sein oder sowas, nicht Zentimeter, aber es steht hier nur stellvertretend. Und die Lichtwelle hier, die dehnt sich um genau den gleichen Faktor auf. Also was hier vorher diese Frequenz hatte, hat jetzt hier eine größere Wellenlänge um den Faktor 2, eine kleinere Frequenz um den Faktor 2. Das lässt sich natürlich leicht messen, beobachtungstechnisch lässt sich das sehr leicht vermessen. Und gemessene Rotverschiebung entspricht aber eben auch weil die Wellenlänge länger wird, wird das Licht ins Rote hin verschoben, deswegen reden wir von einer Rotverschiebung. Und diese gemessene Rotverschiebung, diese Veränderung der Wellenlänge oder der Frequenz, entspricht eben des Ausdehnungsfaktors des Universums. Und die Rotverschiebung misst also das Verhältnis von der Größe des Universums heute zu der Größe des Universums zu dem Zeitpunkt, als das Licht ausgesandt wurde. Okay, und somit ist natürlich auch klar, dass die Rotverschiebung auch ein Maß für Entfernung ist. Ja, je weiter ein Objekt weg ist, desto früher wurde der Lichtstrahl, den ich heute empfange, ausgesandt und desto mehr Zeit hatte das Universum, sich auszudehnen, während dieser Lichtstrahl, diese Photonen zu mir unterwegs waren und desto größer ist die Rotverschiebung. Also die Rotverschiebung ist ein Maß für Entfernung und natürlich in dem Sinne dann auch ein Maß für Zeit. Ja, also wenn ich von einem Objekt bei hoher Rotverschiebung rede, dann ist es erstens weit weg und ich beobachte es heute, so wie es war, als das Universum sehr alt war. Okay, so, wir haben dieses Bild vor Augen. Jetzt nämlich dieses Bild hier oben ist jetzt genau das, was ich eben gezeigt habe. Und jetzt ist hier sozusagen ein Duplikat dieses Bildes, nur verschoben um 5 Jahre. Also ich habe hier diesen ersten Lichtstrahl, der zu mir unterwegs ist. Und jetzt entsendet diese gleiche Galaxie, schickt mir einen zweiten Lichtstrahl, nur 5 Jahre später. Zu diesem Zeitpunkt, in diesen 5 Jahren, hat das Universum sich natürlich einen winzig kleinen Teil ausgedehnt. Ja, deswegen sind hier diese Entfernung, ist jetzt nicht mehr, was hier vorher 2 Zentimeter war, ist jetzt 2,00000001 Zentimeter oder irgendwie sowas. Ja, also ein winzig, winzig kleinen Teil hat sich das ausgedehnt. Ankommen tut dieser Lichtstrahl übrigens bei mir 10 Jahre später, nicht 5 Jahre später, hat was mit der Zeitdilatation zu tun.
Und in der Zwischenzeit hat sich das Universum eben natürlich auch ausgedehnt. Aber wenn ich mir diese Zahlen jetzt genau angucke, die stehen hier nur repräsentativ, das ist nicht wirklich ernst gemeint, diese Zahlen sind hier nur repräsentativ. Auf jeden Fall ist dieser Faktor, also hier habe ich 4 geteilt durch 2, macht einen Faktor 2. Also hier ist genau, da hat sich das Universum genau um einen Faktor 2 ausgedehnt. Und hier ist dieser Faktor nicht mehr genau 2, sondern ist ein kleines bisschen anders. Das bedeutet, was die Rotverschiebung dieser Galaxie, die ich messen kann, hat sich in diesen 10 Jahren, die ich diese Galaxie beobachte, ein kleines, winziges bisschen verändert. Und aus dieser Veränderung der Rotverschiebung kann ich prinzipiell die Ausdehnungsgeschichte des Universums rekonstruieren. Und zwar unfassbar direkt. Also es gibt einen ganz, ganz direkten Zusammenhang zwischen dieser Veränderung der Rotverschiebung und der Ausdehnungsgeschichte des Universums. Dieser Zusammenhang ist so direkt, dass ich ansonsten überhaupt nichts über das Universum annehmen muss. Ich muss nicht mal annehmen, dass die allgemeine Relativitätstheorie stimmt. Ich brauche keine Theorie der Schwerkraft dafür, damit dieser Effekt stimmt. Alles, was ich brauche, ist einfach dass Schwerkraft durch eine metrische Theorie beschrieben werden kann. Und das ist eigentlich schon alles. Und dann kriege ich diesen Zusammenhang zwischen einer zeitlichen Veränderung der Rotverschiebung und der Ausdehnungsgeschichte des Universums. Das heißt, wenn ich das messen könnte, dann könnte ich ganz direkt die Ausdehnungsgeschichte des Universums und somit auch die beschleunigte Ausdehnung des Universums ganz direkt messen und nachweisen. Und zwar ohne irgendwelche anderen Annahmen irgendwelche zusätzlichen Annahmen über das Universum oder darüber, wie Schwerkraft funktioniert oder ob Schwerkraft auf diesen großen Skalen überhaupt, also ob die allgemeine Relativitätstheorie überhaupt auf diesen großen Skalen zutrifft oder nicht. All das wäre vollkommen irrelevant. Das ist ein ganz direkter Zusammenhang in den Gleichungen. Okay, wie könnte man das denn messen? Wenn ich das Licht von einem, oder Quasare sind sehr helle Objekte, und weil die so hell sind, kann ich über sehr große Entfernungen, also bis hin zu kosmologischen Entfernungen sehen. Und wenn ich ein Spektrum von so einem Quasar aufnehme, dann sehe ich in diesem Spektrum Absorptionslinien von Gas, das entlang der Sichtlinie liegt. Ja, also kann ich mir ungefähr so vorstellen, hier ist so ein Cartoon, hier diese gestrichelte Linie ist der Quasar selbst. Und dann sieht man, dieses ganze Gekrüssel hier hat mit dem Quasar selbst gar nichts zu tun, sondern das sind Absorptionslinien von Wasserstoffgas, das entlang der Sichtlinie hier liegt. Also habe ich hier sehr viele Linien, die ich theoretisch beobachten könnte. Und weil diese Linien alle bei verschiedenen Entfernungen liegen, haben diese Linien alle eine verschiedene Rotverschiebung und liegen an verschiedenen Stellen in diesem Spektrum. So, und mit diesen Linien könnte ich im Prinzip lässt das Experiment machen, das ich eben erklärt habe. Ich könnte also ein Quasarspektrum aufnehmen und könnte für jede dieser Linien die Rotverschiebung vermessen, komme dann 10 Jahre später zurück und nehme wieder ein Spektrum auf von diesem Quasar und messe wieder diese Linien. Und das Schöne ist, jetzt habe ich hier sehr viele Linien pro Spektrum. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr hohe Informationsdichte hier sozusagen in diesem Spektrum. Und hier habe ich mal eine kleine Simulation gemacht. Wenn man also hier mal reinzoomt, wie diese Linien aussehen, über einen ganz kleinen Wellenlängenbereich hier, dann sehen die also so aus. Das Ganze ist hier normiert jetzt auf 1. Habe ich all diese vielen Linien hier und die stammen alle von Wasserstoffgas entlang der Sichtlinie zu diesem Quasar. Also jede einzelne dieser Einbuchtungen hier, dieser Linien, entspricht einer Wasserstoffüberdichte sozusagen, einer kleinen Wasserstoffwolke, wenn Sie so wollen. Und alles, was ich jetzt tun muss, ist jetzt ein Spektrum aufnehmen, in 10 Jahren ein Spektrum aufnehmen und diese beiden Spektren miteinander vergleichen. Und was wir dann sehen sollten, ist, weil sich die Rotverschiebung ein kleines bisschen ändert, ist, dass diese Linien hin und her springen ein bisschen. Und das habe ich jetzt hier mal simuliert. Also hier sieht man jetzt, wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie, dass das Spektrum sich so ein kleines bisschen bewegt. Ja? Also das eine ist die Simulation eines Spektrums jetzt und das andere ist die Simulation eines Spektrums zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Und was wir hier sehen, ist, wie die Linien tatsächlich hin und her springen. Wunderbar, das ist ja einfach. Dann lass uns das doch einfach messen und dann können wir ja, das scheint ja nicht so schwierig zu sein, wenn ich das hier mit bloßem Auge schon sehen kann, dann lass uns das doch machen. Ja, das Problem ist, dass die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Spektrum, die ich in dieser Simulation angenommen habe, hier nicht 10 Jahre ist, sondern 1 Million Jahre. Okay, für 1 Million Jahre kriege ich
kriege ich kein Geld von der DFG, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, solange geben die mein Geld nicht. Ich muss dieses Experiment in 10 Jahren machen. Das bedeutet, dass der Effekt, den ich nachweisen will, etwa 100.000 Mal kleiner ist als das, was ich hier gerade vorgeführt habe. Also dieses leichte Hin- und Herspringen, ich muss versuchen, ein 100.000stel Effekt davon nachzuweisen. Und das eben ist sehr, sehr schwierig und überfordert unsere derzeitigen Beobachtungsmöglichkeiten. Hier sehen wir das VLT, das Very Large Telescope in Chile. Und selbst mit diesen größten Teleskopen der Welt, die wir eben heutzutage haben, ist es also nicht möglich, diese Beobachtungen zu machen. Dafür brauchen wir ein neues Teleskop, nämlich das Extremely Large Telescope, das sogenannte ELT, das derzeit im Bau befindlich ist, auch in Chile. Und dieses Teleskop wird einen Durchmesser von 39 Metern haben. Also insgesamt hat das eine Lichtsammelfläche von etwa 1000 Quadratmetern, diese Lichtsammelfläche. Hatte gesehen, es gab an dieser Reihe ja auch schon einen Vortrag zum ELT, ein bisschen genauer, deswegen werde ich hier gar nicht so groß im Detail eingehen. Meine Zeit ist auch schon fast rum eigentlich. Dieses ELT soll fertiggestellt werden, wenn alles gut läuft, hoffentlich in ein paar Jahren, Ende 2027 soll das Ganze fertig werden. Aber wie man sich vorstellen kann, gibt es natürlich viele Probleme mit solchen Teleskopen. Wir haben es auch gerade wieder am James Webb Space Teleskop gesehen. Das war auch etwa 10 Jahre später als ursprünglich geplant. Aber gut, wollen wir mal sehen. Hier sieht man das Ganze im Vergleich zum VLT, das ich davor gezeigt hatte. Und ich glaube, das hier soll das Siegestor in Berlin sein. Hier sieht man das Ganze ein bisschen technischer gesehen, also dieser 39 Meter große Spiegel, hier oben der Sekundärspiegel ist immer noch 4 Meter groß und diese Plattformen hier, die sind in etwa so groß wie ein Tennisplatz und auf denen sitzen dann die Instrumente, die das Licht vom Teleskop eben aufnehmen. Gebaut wird das Ganze in Chile, wieder in der Atacama-Wüste, in der Nähe von Antofagasta hier. Um genau zu sein, hier ist das Paranal-Observatorium, auf dem das VLT steht, das ich eben schon gezeigt hatte, diese 4-8 Meter großen Teleskope, die wir da eben gesehen haben, das ist hier. Das Ganze ist nur etwa 12 Kilometer von der Küste des Pazifik entfernt. Hier ist das Basecamp vom Paranal-Observatorium. Und hier in etwa 23 Kilometer Entfernung auf diesem Berg namens Cerro Amazonas, da entsteht eben gerade das ELT. So, der Berg war ursprünglich 3064 Meter hoch, der muss im Kopf kürzer gemacht werden, ist jetzt nur noch 3046 Meter hoch. Hier wurde die Straße drumherum gebaut. Hier sieht man jetzt schon den Fortschritt der Bauten. Hier wurden die ersten Fundamente gelegt oder ausgehebelt. Hier sieht man die alte Straße, die da hoch ging auf den Berg. Die ist natürlich nicht sinnvoll, nicht hilfreich, weil um solche Steilkurven hier sozusagen kommt man mit schwerem Gerät natürlich nicht hoch, deswegen musste eine neue Straße gebaut werden, die drumherum geht. So sah es im Frühjahr aus, das sind die letzten Bilder, die ich habe vom Frühjahr. Hier wird also fleißig Beton reingegossen in die Fundamente und hier habe ich auch einen Film mitgebracht. Ich hoffe, dass der gut spielt, dass wir das gut sehen können. Man sieht hier, dass für so eine große Baustelle immer noch relativ wenig Leute hier unterwegs sind. Hier sieht man ein paar Bauarbeiter, die da langlaufen, aber es sind relativ wenig Leute unterwegs und das ist natürlich immer noch der ganzen Corona-Lage geschuldet. Okay, also Sie sehen, hier wird wirklich Beton gegossen, es wird wirklich gebaut, das ELT wird zur Wirklichkeit werden, aber das ELT, wie ich das vorhin auch schon gesagt hatte, das ELT ist nicht das einzige Instrument, das uns hoffentlich dabei helfen wird, die Ausdehnungsgeschichte besser zu verstehen und somit eben auch dunkle Energie besser zu verstehen. Es gibt einen ganzen Haufen anderer Instrumente, die gerade im Bau befindlich sind und demnächst gelauncht werden. Das Vera Rubin Observatory zum Beispiel, der Euclid-Satellit, das Square Kilometer Array, das in Südafrika und Australien entsteht. Also es sind viele, viele neue Observatorien und Teleskope im Bau, mit denen wir hoffentlich bald mehr erfahren werden über die beschleunigte Ausdehnung des Universums und über die Natur dieser mysteriösen dunklen Energie. So, und damit bin ich am Ende und mir bleibt nur noch die nächste Veranstaltung in dieser Reihe anzukündigen, am nächsten Dienstag schon. Freitag der 13. Begegnung mit dem Asteroiden Apophis von Michael Kahn vom European Space Operations Center der Europäischen Weltraumagentur. Okay.
dann stehe ich natürlich bereit für Ihre Fragen und ich habe auch schon die erste Frage hier im Chat. Wie kann das sein, wenn die Galaxien ja alle auf sich zustreben, also in Filamente, sich in Ketten reihen, werden die dann vom Raum auseinandergezogen? Ah ja, okay, gut. Davon habe ich kein Bild, worauf der Fragende hier sich bezieht. Wenn man die Strukturentstehung des Universums simuliert im Computer, und dann findet man diese tollen Movies, finden Sie online überall. Volker Springel ist einer der besten Exponenten und einer der großen Künstler in dieser Kunstform der Simulation der Strukturentstehung. Was man dann da sieht, ist, dass die dunkle Materie im Universum, die man natürlich in der Simulation sichtbar machen kann, dass die verschiedene Formen oder Gestalten ausformen sozusagen. Und insbesondere eben auch so eindimensionale Strukturen, die man Filamente nennt. Und da, wo sich solche Filamente kreuzen, entstehen eben größere Strukturen, da entstehen im Prinzip die großen Galaxienhaufen. Und Galaxien fließen entlang dieser Filamente in diese Galaxienhaufen herein. Und dieser Prozess, auf die der Fragende hier anspielt, ist der Prozess des gravitativen Kollapses. Dieser Prozess ist aber, wenn wir von der Ausdehnung des Universums reden, da reden wir von einem, die Vorstellung, die wir da haben, ist die eines perfekt homogenen Universums, wo die Materie perfekt gleichmäßig verteilt ist im Universum und auch perfekt isotropen Universums, wo also keine Richtung ausgezeichnet ist. Also die tatsächlichen Dichtefluktuationen, die es im wirklichen Universum gibt, die bleiben da außen vor. Also in dieser ganzen Betrachtung und dieser Lösung, dieser Ausdehnung des Universums, die ich Ihnen gezeigt habe, bezieht sich auf das Universum auf ganz großen Skalen. Also wenn ich über diese ganzen Dichtefluktuationen, die es auf kleineren Skalen tatsächlich gibt, auf kleineren Skalen, die immer noch sehr groß sind, aber wenn ich darüber mittlere sozusagen, dann kriege ich eben diese, oder kann ich das Universum annähernd beschreiben durch ein perfekt homogenes Universum, das sich eben gemäß dieser Hubble-Lemaitre-Ausdehnung sich eben verhält. In der Wirklichkeit aber gibt es eben diese Dichtefluktuationen und die sind in diesen Simulationen natürlich enthalten, weil sie ja die Strukturentstehung ja simulieren wollen. Die wollen ja nicht nur die Ausdehnung des Universums simulieren, das brauche ich nicht simulieren, das kann ich analytisch ausrechnen, aber wenn ich die Komplexheit studieren will, wie sich eben diese Strukturen im Universum entstehen, wie große Galaxienhaufen, dann muss ich das eben simulieren. Aber wie ist eben dieser Prozess, den man da sieht, ist eben der gravitative Kollaps, wo sich eben Regionen des Universums abgekoppelt haben von der Ausdehnung des Universums und eben jetzt gravitativ kollabieren. Und da fließen jetzt eben diese Galaxien entlang dieser Filamente herein. Ich hoffe, dass es das ungefähr beantwortet hat. Zweite Frage. Gibt es Gründe, warum Albert Einstein sich nicht mit einem sich ausdehnenden Universum anfreunden wollte oder konnte? Das ist eine gute Frage. Naja, also der vornehmste Grund ist, dass es die Beobachtungen, die man damals hatte zu dieser Zeit, überhaupt keinen Hinweis darauf gaben, dass das Universum womöglich sich ausdehnen könnte. Gab keinen Hinweis darauf. Also alle Beobachtungen, die man damals hatte, bezogen sich im Prinzip auf die Milchstraße, beziehungsweise die Dinge, die man schon sehen konnte, die außerhalb der Milchstraße lagen, von denen wusste man nicht, dass sie außerhalb der Milchstraße lagen. Und insofern gab es überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das Universum nicht statisch sein sollte. Im Übrigen war es natürlich auch schön, oder war es in irgendeiner Form auch irgendwie attraktiv, ein Universum zu produzieren, das eben bei statisch auch unendlich in die Vergangenheit zurückreicht und es eben keinen Anfang hatte. Das war natürlich auch ein attraktives Charakteristikum dieser Lösung. Drittes Frage, wohin dehnt sich das Universum aus? Ja, das wird immer gefragt an dieser Stelle und die Antwort ist nirgendwohin. Diese Frage ergibt tatsächlich keinen Sinn. Und wie kann man das verstehen? Wie kann man das verständlich machen? Ich versuche das immer folgendermaßen zu erklären. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gehe nochmal hierhin zurück. Zu diesen Lösungen der Einsteinischen Gleichungen. Dieses hier. Das hier. Dieser Fall hier entspricht einem, oder diese
Ausdehnungsgeschichte des Universums entspricht auch verschiedenen Geometrien des Raums, des räumlichen Teils der Raumzeit. Und dieser Teil hier entspricht dem flachen Universum. Ein flaches euklidisches Universum. Und wenn ich das jetzt mal in zwei Dimensionen mir denke, naja, eine flache, zweidimensionale Fläche ist einfach die Oberfläche meines Tisches hier. Und wenn ein solches Universum ist aber unendlich groß. Ich habe also eine zweidimensionale Fläche, die sich in diese zwei Richtungen, in diese Richtung, in diese Richtung, unendlich weit ausdehnt. Die ist unendlich groß in diese Richtung, hat keine Grenze. Kann ja auch keine, weil sie unendlich groß ist. Kann keine Grenze haben, per Konstruktion sozusagen. Und trotzdem wenn ich diese Fläche sozusagen aus Gummi mache, kann ich die trotzdem ausdehnen. Aber sie dehnt sich nicht in irgendwas aus. Das würde bedeuten, dass es irgendwo eine Grenze gibt, jenseits dessen es einen Raum gibt, in den sich diese Fläche dann hinaus ausdehnen kann. Das kann nicht sein. Die gibt es gar nicht. Hier kann man auch eine Analogie machen. In diesem Universum, dieses geschlossene Universum hier, das entspricht einem positiv gekrümmten Raum. Und die zweidimensionale Analogie dazu ist die Oberfläche einer Kugel. Ja, das ist diese berühmte Ballon-Geschichte, die Sie sicherlich auch schon oft gesehen haben. Ne? Also die Idee, dass das Universum, der räumliche Teil des Universums, ist die Oberfläche eines Ballons und den puste ich jetzt auf und dann wird es größer. Der springende Punkt ist, dass ich mir diese zweidimensionale positiv gekrümmte Fläche nur dann vorstellen kann, wenn ich sie einbette in den dreidimensionalen Raum drumherum. Mathematisch und physikalisch ist diese Einbettung aber überhaupt nicht notwendig. Ich kann Mathematik und Physik nur auf der Oberfläche dieses Ballons betreiben, auch ohne, dass es die dritte Dimension gibt. Also stellen Sie sich vor, Sie wären ein zweidimensionales Wesen, das auf der Oberfläche dieses Ballons rumläuft und ein Oben und Unten gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur die Oberfläche des Ballons. Das ist das ganze Universum. Diese Oberfläche des Ballons ist endlich, wäre auch hier der Fall, ja, auch im dreidimensionalen Fall, wäre in diesem Fall, wenn das Universum so gewesen wäre, wie diese Kurve hier, dann wäre das Universum endlich groß gewesen. Nicht nur der beobachtbare Teil, sondern das Universum als Ganzes wäre endlich groß gewesen und hätte trotzdem keine Grenze. Ja, weil diese Oberfläche des Ballons hat ja auch keine Grenze. Die können so lange rumlaufen, wie sie wollen. Die werden nie an eine Grenze stoßen. Und auch das, wenn ich das jetzt ausdehne, ich kann mir das natürlich nur vorstellen als diese Ausdehnung des Luftballons in diesen umgebenden dreidimensionalen Raum. Aber die Physik verlangt diesen dreidimensionalen, diese zusätzliche Raumkoordinate nicht. Die gibt es gar nicht. Insofern, auch hier wiederum, dehnt sich dieser Luftballon nicht in irgendetwas hinein aus. Aber das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können, weil wir uns diese zweidimensionalen Flächen immer nur eingebettet in den dreidimensionalen Raum vorstellen können. Das geht nun mal nicht anders, weil so ist halt nun mal unser Gehirn gestrickt. Aber es dehnt sich eben also diese Ausdehnung des Raumes geht nicht in irgendetwas anderes hinein. Denn das impliziert ja, dass das Universum eine Grenze hätte. Per Konstruktion kann das Universum keine Grenze haben, denn was hier reingeflossen ist, der Ausgangspunkt von all dem, ist, dass das Universum homogen ist. Das bedeutet, dass kein Punkt im Universum anders ist oder in irgendeiner Form sich auszeichnet gegenüber allen anderen Punkten. Hätte das Universum aber eine Grenze, dann wäre das nicht so, weil ein Punkt an der Grenze ist definitiv anders als ein Punkt weiter weg von der Grenze. Dann könnte man diese Punkte voneinander unterscheiden. Also per Konstruktion kann das Universum keine Grenze haben und weil es keine Grenze hat, kann es sich auch nicht in irgendetwas hinein ausdehnen. Vierte Frage. Da sich ständig neuer Raum bildet, sind wir immer noch in einer Art Urknall? Oder sind wir das? Frage. Und was, wenn sich das immer weiter beschleunigt, zu dem Wert der anfänglichen Inflation? Naja, okay. Also erstens, dass sich ständig neuer Raum bildet. Also das würde ich so nicht ausdrücken. Da bildet sich nichts. Der Raum ist nichts Materielles. Da bildet sich nichts in dem Sinne. Also dass ich das nicht so vorstellen, als ob jetzt irgendwie hier Schaum sich bildet oder so. Also das gibt die allgemeine Relativitätstheorie auch so nicht her. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Raumzeit einfach nur als eine mathematische Größe, als eine Mannigfaltigkeit und auf der ich, also ein n-dimensionaler Raum, in dem ich Entfernungen messen kann. Und alles, was die Ausdehnung des Raumes besagt, ist, dass sich diese Entfernungen ändern. Das ist alles. Also es steht nichts, dass sich irgendwelcher Raum bildet oder so. Aber mit dieser sich beschleunigenden Ausdehnung, ja, das ist natürlich eine Entsprechung in der Inflation. Die Inflation ist eine
hypothetische Phase, also vermutlich gibt es sie, aber sie ist noch nicht nachgewiesen, aber sie wird eben, vermutlich gibt es sie im sehr, sehr frühen Universum, also 10 um minus 36 Sekunden nach dem Urknall ist das Universum exponentiell, hat sich das Universum exponentiell ausgedehnt. Und das ist genau das Gleiche, auf das wir eben hier hinauslaufen mit so einer kosmologischen Konstante. Wenn ich das eben noch ein paar Milliarden Jahre laufen lasse, dann ist die Ausdehnung des Universums, diese rote Kurve hier, die hier falsch gezeichnet ist als eine solche, so eine Gerade hier, das ist falsch gezeichnet, diese Kurve wird exponentiell im Laufe der Zeit. Und das ist genau wie in der Inflation. Also da gibt es tatsächlich diese Übereinstimmung, dass wir in eine gleiche Phase hineinlaufen, wie hier ganz im ganz frühen Universum, 10 hoch minus 36 Sekunden nach dem Urknall, als es diese Zeit der exponentiellen Ausdehnung schon einmal gegeben hat. Was jetzt aber genau das hier, es ist ja ungeklärt, sowohl hier während der Inflation als auch jetzt ist es noch vollkommen ungeklärt, was genau physikalisch für diese exponentielle Ausdehnung verantwortlich ist. Ja, also wir postulieren diese dunkle Energie, aber bis jetzt ist das ja eine quasi ein phänomenologisches Postulat einfach. Die physikalische Theorie, die mir erklärt, was eigentlich dunkle Energie ist und wie das in das Standardmodell der Teilchenphysik passt, die haben wir ja noch gar nicht. Die fehlt uns und die fehlt uns auch hier für das Inflaton. Also man, da kann man drüber spekulieren, was diese Ausdehnung angetrieben hat und dass dieses Feld, was auch immer es gewesen ist, dann halt zerfallen ist, hat es einen Phasenübergang im Universum gegeben und das könnte womöglich dann eben auch hier irgendwann in der Zukunft, auch in der jetzigen Phase dann irgendwann, also in der zukünftigen Phase des Universums irgendwann passieren, dass was auch immer diese beschleunigte Ausdehnung antreibt, dass das dann eben irgendwann zerfällt und damit die beschleunigte Ausdehnung auch wieder ihr Ende findet. Das könnte sein. Das wissen wir aber nicht, solange wir nicht wissen, was genau diese dunkle Energie ist. Fünfte Frage. Was ist der aktuelle Stand der Kosmologie zur Lösung des Flachheitsproblems? Die Lösung des Flachheitsproblems ist genau das, was wir gerade diskutiert haben, nämlich die Inflation. Nämlich die Idee, dass wenn ich das Universum in eine exponentielle Expansion treibe und es eine Weile sich exponentiell expandieren lässt, dann ende ich unweigerlich mit einem flachen Universum. Oder dann werde ich hingetrieben zu einer flachen Geometrie. Also was ich vorhin gesagt hatte, ist, dass diese Ausdehnungsgeschichten hier gekoppelt sind mit der Geometrie. In dem Moment, wo ich dunkle Energie mit reinschmeiße, ist diese Kopplung nicht mehr so eindeutig, sondern ich kann also hier auch eine flache Geometrie haben, auch wenn ich mich auf dieser roten Kurve bewege. Und es ist in der Tat so, je weiter ich mich auf dieser roten Kurve in die Zukunft bewege, oder es eben hier unten schon bei 10 hoch minus 36 Sekunden getan habe, werde ich unweigerlich da zu einem flachen Universum getrieben. Das, wenn man die Gleichung hinschreibt, dann ist das sozusagen das unweigerliche Outcome einer exponentiellen Expansion. Und das ist eben noch nach wie vor eigentlich die beste Erklärung dafür, warum wir, eine inflationäre Episode im frühen Universum ist nach wie vor die beste Erklärung dafür, warum wir uns in einem Universum wiederfinden, das ungefähr euklidisch ist. Auch wenn es eben noch nicht bewiesen ist, aber daran wird gearbeitet, das zu beweisen. Man sucht eben nach Hinweisen der Inflation oder nach Überbleibseln der Inflation in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Und das wird man da eventuell zumindest Hinweise dafür finden können, wenn auch nicht total schlüssig beweisen können. Sechste Frage. Woher weiß man denn, wie weit die Cepheiden entfernt sind, wenn sie ständig die Leuchtkraft wechseln? Ja, das ist die Frage danach, dass man diese Cepheiden ja irgendwie kalibrieren muss, diese Distanz. Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich habe hier gesagt, die ändern hier ihre Helligkeit. Und was eben Henrietta Swan-Leavitt rausgefunden hat, ist, dass die mittlere Helligkeit hier, also die mittlere Leuchtkraft mit der Periode hier zusammenhängt. Jetzt kann man sich fragen, okay, woher weiß sie das denn? Die muss ja dann für mindestens einen Cepheidenstern die absolute Leuchtkraft gekannt haben, um diesen Zusammenhang überhaupt herstellen zu können. Und das stimmt, das gibt es eben mit für einige wenige Cepheiden, die so nah dran sind, dass man ihre Entfernung mit anderen Methoden messen kann.
Ja, also zum Beispiel mit Parallax-Methoden, das ging damals noch nicht, aber mit anderen Methoden eben die Entfernung zu diesen, zu so einem Cepheiden messen kann, dann kenne ich seine Entfernung, ich kenne seine Periode und daraus kriege ich diese Leuchtkraft-Periodenbeziehung und kann das dann anwenden auf weiter entfernte Cepheiden. Aber es stimmt, dass diese Leuchtkraft-Periodenbeziehung, die Henrietta eben gefunden hat, die musste erstmal kalibriert werden. Und die kalibriert man mit Sternen, deren Entfernung ich auf eine andere Methode bestimmen kann. Das musste erstmal gemacht werden. Siebte Frage zu den Typ 1a Supernovae. Dass alle Supernovae gleich hell sein sollen, ist doch schwer zu verstehen. Es kann doch in einem Stern viel mehr Materie gewesen sein als in einem anderen. Dann explodiert er doch heller, oder nicht? Nein, dieser weiße Zwerg hat eine... Nochmal, ein weißer Zwerg ist kein normaler Stern. Ein weißer Zwerg ist eine sehr kompakte Angelegenheit, ist, sagen wir mal, so groß wie eine Erde, hat aber eine Sonnenmasse. Ja, also ich nehme die Sonne und schrumpfe sie auf die Größe einer Erde. Wenn ich die Sonne nehme und sie so klein zusammenschrumpfe, dann wird die Schwerkraft an der Oberfläche dieser Sonne, wird die Schwerkraft enorm stark. Also dieses Objekt versucht, möchte dann eigentlich unter seiner eigenen Schwerkraft in sich kollabieren. Warum tut es das nicht? Weil von innen ein Druck dagegen wirkt. Beim normalen Stern ist dieser Druck der normale Gasdruck und der Strahlungsdruck, der Strahlung, der im Inneren erzeugt wird. Aber bei einem weißen Zwerg ist es ein anderer Druck, nämlich dieser Druck eines entarteten Elektronengases. Das ist ein quantenmechanischer Effekt, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber ist es eben eine andere Art von Druck. Und diese Konstellation, wenn man das analysiert, kommt man darauf, dass es für diese Konstellation eine Obergrenze in der Masse gibt. Also ein weißer Zwerg kann nie schwerer sein als 1,4 Sonnenmassen. Denn wenn er dann einmal schwerer ist als 1,4 Sonnenmassen, dann kann die Eigengravitation des weißen Zwerges diesen inneren Druck, diesen Entartungsdruck überwinden und dann kollabiert das Ganze. Also das Bild ist, dass ich anfange mit einem ich fange an mit einem weißen Zwerg, der, sagen wir mal, 1,2 Supermassen hat, 1,2 Sonnenmassen hat. Und jetzt saugt er sich mehr Materie von seinem Begleiter, stiehlt der Materie, saugt sich mehr Materie, die sich sammelt. Jetzt wächst die Masse von 1,2 auf 1,3 Sonnenmassen und schließlich auf 1,4 Sonnenmassen. Und das ist genau der Punkt, in dem es Boom macht. Und das ist immer das Gleiche. Das ist bei jedem weißen Zwerg oder bei jeder Typ 1a Supernova immer das Gleiche. Achte Frage, zu dem Skalenfaktor mit der Zeitdiagramm. Wenn man nur die Vergangenheit gucken kann, wie kann man dann auf den roten Graphen schließen? Ist es nicht doch möglich, dass das Universum mit der Ausdehnung irgendwann in der Zukunft wieder aufhört? Doch, das ist möglich. Das hängt davon ab. Gehen wir da nochmal hin zurück. Ja, wir wollen zum roten Graphen. Zu dem hier. Genau, also was wir definitiv dann wissen, ist, dass es so aussehen muss, so ungefähr, ne? Hier gibt es noch Fehlerbalken, weil diese Beobachtungen noch nicht perfekt sind. Und was wir auch wissen, ist hier die Steigung hier. Also wir wissen, dass hier diese Kurve hier eine Linkskurve machen muss, weil diese Steigung hier ist einfach durch die Hubble-Konstante gegeben. Also es muss hier so diese Linkskurve machen, das wissen wir. Also dass wir im Augenblick in einer beschleunigten Phase der Ausdehnung leben, das wissen wir definitiv. Was jetzt genau hier in der Zukunft passiert, ist in der Tat, das wissen wir nicht so gut. Was wir tun können, ist, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist, ja, also wenn diese dunkle Energie tatsächlich die einfachste Form ist und ungefähr eine kosmologische Konstante ist und das alles so bleibt, dann können wir vorhersagen, was hier in der Zukunft passiert. Wenn aber diese dunkle Energie irgendwas, ein kompliziertes skalares Feld ist oder also irgendeine andere physikalische Interpretation findet, dann könnte es natürlich sein, dass diese dunkle Energie in der Zukunft irgendwann zerfällt und das Universum durch einen neuerlichen Phasenübergang geht. Und dann könnte es auch wiederum sein, dass eben diese Zukunft des Universums anders aussieht. Allerdings wäre es in jedem Fall ziemlich unwahrscheinlich, womöglich sogar ausgeschlossen über das, nach dem, was wir jetzt heute schon wissen, dass das Universum wieder in sich zusammenstürzen wird. Ob es komplett ausgeschlossen ist, würde ich jetzt nicht darauf verwetten, aber ich glaube ja.
Neunte Frage. Wenn sich das ganze Universum ausdehnt, warum dehnt sich dann mein Maßstab nicht aus? Ja, das liegt daran, dass Ihr Maßstab nicht durch elektrostatische Kräfte zusammengehalten wird. Die Ausdehnung des Universums ist keine Kraft. Die Ausdehnung des Universums ist eine Anfangsbedingung. Die allgemeine Relativitätstheorie und der Urknall sagt mir auch nicht, warum das Universum sich ausdehnt. Das ist eine Anfangsbedingung der Ausdehnung. Aber man darf sich das nicht so vorstellen, als ob das irgendwas, der sich ausdehnende Raum irgendwas mit sich mitschleifen würde. Das ist nicht die richtige Vorstellung. Die beiden Enden eines Maßstabs, oder wenn ich mir sogar einen großen kosmologischen Maßstab vorstelle, die beiden Enden dieses Maßstabs werden durch die elektrostatischen Kräfte zusammengehalten. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum sie sich voneinander entfernen sollten. Ja, die Galaxien, die sich ausdehnen und voneinander entfernen, werden nur von Gravitation, oder die Ausdehnung des Universums wird nur durch Gravitation bestimmt. Da ist nur Gravitation am Werke. Und laut der allgemeinen Relativitätstheorie ist die Gravitation gar keine Kraft, sondern es drückt sich alles nur in gekrümmten Räumen aus. Aber elektrostatische Kräfte sind sehr wohl eine Kraft, also eine zusätzliche Kraft. Und genauso aus dem gleichen Grund dehnt sich auch das Sonnensystem nicht aus, weil das Sonnensystem eine zusätzliche Kraft erfährt, nämlich in Gestalt der Schwerkraft der Sonne. Ich habe eine lokale Fluktuation in der Dichte. Das Sonnensystem stellt eine Fluktuation, also eine Abweichung von dem perfekt homogenen Universum dar. Und macht in der Ballon-Analogie, macht es eine kleine Delle in meinem Ballon und sorgt dafür, dass ich hier einen kleinen Raum um die Sonne habe, der nicht mit an der Ausdehnung teilnimmt. Also es ist nicht so, dass das Sonnensystem darauf aufgeklebt wäre, sondern ich habe einen Raum in dem Gummi des Luftballons, der sich nicht mit ausdehnt. Und das kann ich eben mit einer lokalen zusätzlichen Schwerkraft machen, wie verursacht durch die Sonne oder eine Galaxie oder einen Galaxienhaufen. Oder eben durch andere Kräfte, wie elektrostatische Kräfte, die dafür sorgen, dass ich mich nicht ausdehne und das Gebäude sich nicht ausdehnt und die Erde sich nicht ausdehnt. Zehnte Frage. Können die bald folgenden Teleskope auch das Problem mit der Hubble-Konstante lösen? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil wir nicht genau wissen, was das Problem mit der Hubble-Konstante genau ist. Also das Problem mit der Hubble-Konstante im Augenblick ist, dass verschiedene Arten der Messung der Hubble-Konstante mir eine verschiedene Antwort geben. Also wenn ich Messungen aus dem frühen Universum, insbesondere aus der kosmischen Hintergrundstrahlung, heranziehe, um den Wert der Hubble-Konstante zu bestimmen, und wenn ich Beobachtungen im heutigen Universum heranziehe, um den Wert der Hubble-Konstante zu bestimmen, dann kriege ich zwei unterschiedliche Antworten. Und wo genau die Diskrepanz und wo das Problem liegt, ist überhaupt nicht klar. Am Anfang dachte man, es könnte was mit den Messungen zu tun haben, dass was mit den Daten nicht stimmt. Das wird immer unwahrscheinlicher, weil mittlerweile macht man das jetzt ja schon auch ein paar Jahre und die Daten werden immer genauer. Und es werden auch immer mehr verschiedene Methoden herangezogen, um die Hubble-Konstante zu messen. Und die sind im lokalen Universum in sich konstant, aber eben in sich konsistent, aber eben nicht konsistent mit dem Wert, der von der kosmischen Hintergrundstrahlung heraus extrapoliert wird. Und wie genau das zu erklären ist, ist eine offene Frage. Es kann ein Hinweis darauf sein, dass mit dem Modell, das ich Ihnen hier gerade vorgestellt habe, etwas ganz fundamental nicht stimmt. Es könnte also sein, dass das ein Hinweis ist, dass dieses Modell kurz vorm Breaking Point steht und dass wir kurz davor sind, dieses Modell kaputt zu machen. Deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten, ob die neuen Teleskope in der Lage sind, dieses Problem sozusagen zu lösen, weil wir einfach nicht wissen, wo drin die Lösung denn eigentlich bestehen wird. Liegt die Lösung noch in den Daten, dann werden natürlich die neuen Teleskope helfen, weil sie uns genauere Werte der Hubble-Konstante liefern werden im lokalen Universum. Aber wenn das Problem quasi theoretischer Natur ist, ist, dass eben das Modell falsch ist, dann werden die zunächst einmal nicht dabei helfen, werden dann aber natürlich helfen, dass jede neue Erklärung, jede theoretische Erklärung, die man darbietet, um diese Diskrepanz zu erklären, aus diesen theoretischen Erklärungen ergeben sich natürlich andere Vorhersagen, die man dann im Zweifel mit den neuen Teleskopen dann überprüfen kann. Das wird natürlich sicherlich richtig sein. Zum Beispiel mit Gravitationswellen eben. Mit Gravitationswellen kann ich auch die Hubble-Konstante vermessen. Jetzt geht das noch nicht so gut, aber in der Zukunft mit den neuen Gravitationswellenteleskopen wird das sehr gut gehen. Und mit diesen binären schwarzen Löchern, die ineinander stürzen, kann ich im Prinzip genau dasselbe machen wie mit den Typ 1a Supernovae. Das wird uns also wieder noch einen neuen Weg
zur Hubble-Konstante geben und dann wird man sehen, was dabei rauskommen wird. Elfte Frage. Durch das Licht haben wir eine begrenzte Sicht im Raum und sie ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Richtig. Wie ist aber jetzt gerade überall im Raum die Gegenwart des Universums? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie die Sonne jetzt im Moment aussieht. Wenn ich jetzt an den Himmel gucke und die Sonne angucke, dann sehe ich sie so, wie sie vor 8 Minuten war. So wie sie jetzt aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen, weil die Information von der Sonne zu mir 8 Minuten braucht, um dahin zu kommen. Ja, und nichts kann schneller sein. Und genauso, wenn ich also weit weg gucke, der nächste Stern ist 4,2 Lichtjahre entfernt. Ich kann Ihnen nicht sagen, was just im Moment auf diesem Stern passiert. Ich kann Ihnen nur sagen, was vor 4,2 Jahren dort passiert ist. Und wenn der just in diesem Moment aus irgendeinem Grunde abgeschaltet werden würde, dieser Stern, dann würden wir das erst in 4 Jahren erfahren. Alles, was wir tun können, ist natürlich zu extrapolieren auf der Grundlage, was Sinn macht und was die physikalischen Gesetze hergeben. Ja, die physikalischen Gesetze und alles, was wir über stellare Entwicklung wissen, erlauben es nicht, dass ein Stern von jetzt auf gleich oder dass dieser uns am nächsten gelegene Stern von jetzt auf gleich einfach sich abschaltet. Das wird er nicht tun. Insofern ist es nicht besonders sinnvoll. Aber darüber nachzudenken. Aber was uns das eben hilft, ist ja im Gegenteil, ist ja so ein Vorteil, dass wir in die Vergangenheit gucken können, weil wir so ja ein Rückschlüsse darüber ziehen können, wie das Universum in der Vergangenheit beschaffen gewesen ist. Das ist ja geradezu ein Vorteil. Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende. Es gibt, glaube ich, keine weiteren Fragen mehr. Dann bleibt mir nur noch mal, will ich nur noch mal die letzte Folie noch mal auflegen. Vortrag vom nächsten Mal hier von Michael Kahn, wie gesagt, vom European Space Operations Center der ESA. Und ich hoffe, dass viele von Ihnen wieder dabei sein werden, dass Sie heute Abend ein bisschen gefallen hatten und dass Sie der Faszination Astronomie Online treu bleiben werden. In diesem Sinne, einen schönen Abend wünsche ich Ihnen noch.